Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Okay, jetzt wollten wir, glaube ich. War das schnell genug? Ja, das reicht sich an der Geschwindigkeit. Okay, jetzt lass mal den Pokéball da einsammeln. X-Treffer. Wow, ein X-Treffer. Geil. Wann bekommt man nochmal ein Fahrrad dritter Orden, war das, glaube ich, ne? Boah, Alter, wenn ich in Ewigkeiten mit so einer Stimme reden muss, werde ich wahrscheinlich auch zurück verrückt werden, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Okay. Aber Fahrrad war ja dritter Orden, oder? Fahrrad gibt's nachher im Fahrradladen wieder für 1 Million. Nein, das war was anderes. Man kriegt den noch so. Ja, ich weiß. Aber dann müssen wir dann auch mal ja auswählen zwischen Schnell und Kunst. Eilrad und Kunstrad. Da muss man das sich überlegen, Kunstrad, was man nennt. Geil. Weil schnell ist, Eilrad ist auch wichtig. Ja, ich weiß, Eilrad macht sich gut auf der Dings da, bei dieser Rennstrecke, wo du möglichst schnell fahren musst, von Punkt A zu Punkt B, wo ja dann deine Zeit gemessen wird, wie lange du gebraucht hast. Und das Kunstrad, wenn wir wieder irgendwo hin und her springen möchten. Ich weiß nicht, was am Anfang am wichtigsten ist. Wir nehmen erstmal das Ei. Ich glaube erst so irgendwo da beim Dschungel gebaut, das erste Mal so ein bisschen Kunst. Oder? Oh. Mit dem Kunstrad könnte man ja wieder Berge hochklettern, das weiß ich. Stimmt. Oh mein Gott, noch ein Superball. Ich will da nicht runter. Oh mein Gott, ein Fifi-N. Was für ein Fifi-N. Pass bloß auf, dass der uns nicht weiß. Der hat noch Tollwut oder sowas. Also, ja. Das ist sehr gefährlich, so ein Fifi. Boah, ey, diese Icke-Sachen, ne? Die verkaufe ich nicht. Verwendet die eigentlich überhaupt irgendwer? Ich nicht, ich hab die noch nie verwendet. Ich auch nicht. Die lagen bei mir dann irgendwann alle auf dem Computer rum. Ich hab das immer nur benutzt für... wenn ich was benutze, war es halt Heuler, das bringt doch viel mehr. Warum gehe ich da rein? So, ab zu Mr. Brack. Und dann kannst du ihn lesen, ne? Oh nein, bitte nicht. Der erzählt uns aber bitte nicht seine Lebensgeschichte. Komm her! Schneller! Schneller! Hi. Wie geht's denn so? Also ich finde, wir sollten den Pokémon, wir sollten das Pekko einfangen. Oder so. Da hätten wir schon mal ein Flug-Pokémon. Ja, nee, lass sie jetzt mal kurz laufen. Dann frage ich mich, ob der... weißt du, statt einfach sich umzudrehen, um den Vogel zu holen? Warte, Mädchen! Immer langsam, Pekko! Du bist Lord P! Du hast meinen Liebling Pekko gerettet! Wir verdanken dir sehr viel! Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Lass mal überlegen! Du musst einen Brief in Fausthafen und ein Paket in Graffiport City abliefern. Abgeben, bitteschön. Ist mir egal, weil ich hatte da schon geredet, hast du noch nicht mal bei mir auf weitergeklickt. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für einen alten Seemann wie mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Fausthafen. Nein, ich möchte erst nach Graffiport City. Also, auf nach Fausthafen. Anker gelichtet. Pekko, wir setzen Segel, meine Kleinen. Way. Und ab ins Minischiff. Auf jetzt nicht. Der nächste alte Mann ist bei mir der Weihnachtsmann. Dann müssen wir nicht so nach Kampfstunde reden. Und jetzt ruft dich, ja, jetzt sucht jemand an, der Vater. Piep. Oh, Lord B. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trump und Devon erfahren, dass du einen besonderen Pokénaff hast. Daher ruft dich dir an.
Du hörst dich an, als ginge es dir gut. Bin nicht beruhigt. Pass auf dich auf. Und weiter jetzt mit diesem riesen Schiff. Vater Norman wurde im Tolkien-Nachverzeichnis eingetragen. Wir segeln in Route 106. Ab nach Faust-Auhafen. Also nur noch mal zur Erinnerung, wenn uns irgendwer auf dem Handy anruft, dann fährt unser Schiff nicht weiter. Ja. Alles klar, ich hab's verstanden. Hallo. Oh nein, schon wieder. Ahoi! Wir haben in Faust auf den Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem treu bringen. Ah, oder irgendwie sowas siehst du, alter Herr, noch, oder? Er ist ganz treu. Und heutzutage. Wann gibt's eigentlich die nächste? Also hier auf dieser Insel bekommt man die Angel und bekommt man die nächste Angel. Die nächste Angel? Die Superangel. Und dann kommt ja eine Profi-Angel, aber die kriegt man ganz spät, ja. Siebten Orden, ja, glaube ich. Cheaters kriegst du dann noch eine Master-Angel. Kannst du mal kurz nachgucken, wo die Superangel gibt? Okay. Aber wir müssen nach oben in die. in mein Lieblingsberg. Die Superangel wird es wahrscheinlich erst ein halbes Jahr später geben. Nur die Superangel. Aber für Pokémon Schwarz ist es ja interessant. In Moosbach City. Die Superangel. Ja, steht hier so. Was? Ein Scheiß. Hier steht, in Moosbach City gibt's die Superangel. Du musst nicht viel mehr machen, als mit dem Angler zu reden. Er ist im Haus an der Nordküste links neben dem Raumfahrtzentrum. Und danke an Valune. Das ist die zweitbeste Angel. Ja, das ist die zweitbeste, ja. Und dann können wir einen Pokémon gar nicht fangen. Dann kriegen wir wieder irgendwann zurück. Hm? Mit der Angel kann man das, glaube ich, gar nicht fangen. Und ja, meine, dann kommen doch nur. Nehmen wir halt Profi-Angel. Nehmen wir halt eine Profi-Angel. Oder ist das die zweitbeste Angel? Es gibt keine Profi-Angel. Ich weiß gar nicht mal, wie man überhaupt angelt. Profi-Angel, Route 118. Besser als die normale Angel. Ist das dann die Super-Angel? Oder war Super-Angel die beste Angel? Super-Angel. Beste Angel im Spiel. So, und wo kriegt man die Profi-Angel? Auf Route 118. Wo ist das? Ich guck gleich auf der Karte. Ich weiß nicht, wo steht die Route? 118. Da muss ich in den Pokémon rein. In der Höhenkarte. 118? 118, ja. 15. Ja, hier. Also ja, in Malvern vor City kriegen wir die. Das geht ja eigentlich noch. Was ist denn da oben? Nach dem Baumhausen. Ah ja, da kriegen wir die, genau. Da kriegen wir doch noch das Pokémon, okay. Alles gut. Ja. Na, ja, dann. Boah, ich hasse Angler. So tut nur ein Tentacher. Und vielleicht kriegen wir ja schon unser nächstes Pokémon. Stimmt. Aber in der Höhle? Ja, in der Höhle. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das immer gefangen habe. Ich hatte das einfach immer. Ich hatte das von Anfang an. Oh, Verwirrung, ey. Oh. Oh, ja. Jetzt pass auf, jetzt sind wir anscheinend noch vergiftet. Warte. Komm, Level ab, ich will Level 20 sein. Yay! Gegen den da kämpfe ich jetzt nicht. Geht nur mit direkt rein. Warte kurz. Da ist nochmal weg. Jetzt kriegen wir hier. Hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher einmal hier war, Treu heißt er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Da wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unser unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen,
Deshalb bekommst du dies von mir. Von VM05. Bringe einem Pokémon die VM Blitz bei und setze sie ein. Damit sind selbst die dunkelsten Höhlen von Licht erfüllt. Um das zu können, brauchst du den Orden der Arena von Faustauhafen. Also, wir sind jetzt in einer Höhle drin, ja? Ja, warum? Ja, das ist nämlich meine absolute Lieblingshöhle. Da hatte ich doch auch schon mal in Hardgold, glaube ich, schon mal angesprochen mit dem Poke-Virus. Ja. Den hatte ich in dieser Höhle bekommen. Okay. Ah, sehr schön. Vor allem, weil es ja auch kein nichts gibt, womit du den Poke-Virus wieder los wird. Das Beste ist, ich kann ihn gleich wieder... Ich bin durch den Tunnel noch nie mit Blitz durchgerannt. Bin immer ganz dunkel durchgerannt. Oh, es geht einfach hoch schnell. Und wir haben gar kein Pokémon, der es erlernen kann, Blitz. Hat man das überhaupt bis zu dem Zeitpunkt überhaupt ein Pokémon? Ja, viele, aber wir haben es gar nicht gefangen. Und wir brauchen so einen Sack als Pokémon in unserem Team. Es mag uns einfach nicht. Das müssen wir akzeptieren. Ich will dich nicht haben. Komm, wir müssen jetzt den Sack mit in unser Team machen. Wir brauchen einen. Dann können wir noch mehr Items reinstecken. Ich will es nicht haben. Erstmal gucken, ob Zigzag so noch ein neues Item hat. Nein. Wahrscheinlich schon zwei noch mehr Items. Komm jetzt. Oh, Zubat. Ach, da sind wir an der Zubat. Was wir nicht brauchen. Boah, in diesem Teil war Zubat richtig geil. Den hatte ich einmal gehabt. Immer wenn man ein Pokémon sucht, dann kommt es nicht. Ja, geh mal einfach mal nach die nächste Treppe in diese unendliche Leiter dann da. Denk, vielleicht treffen wir es dann eher. Nein! Das gibt es hier. Warte auf, jetzt kommt er. Nein, schon wieder der Sack. So, ein Sack kann echt nerven. Rauben. Ich brauche Schutz. Ja, genau das brauchen wir. Ah, bra, natürlich, dann hätten wir noch ein Psycho-Pokémon. Oder hatten wir ein Psycho-Pokémon? Ja. Gar nicht. Dann hätten wir noch ein Psycho-Pokémon. Fruchtteil. Ja, Fruchtteil, sehr schön. Boah, es ist so dunkel, Scheiße. It is dark. Auf jetzt kommt. Oh, das Pokémon ist da. Level ja. 11, 11 und ein Mädchen. Oh ne, ich würde aber männlich haben. Okay. Jetzt pass auf, es begegnet uns kein Stoljunior, man ist Level 11. Das ist mir egal, Hauptsache das Ding ist männlich. Ich weiß gar nicht mal, wie das hier durchgeht. Hier kann man hochrennen, ich weiß gar nicht, was da oben überhaupt ist. Da kommt ein Eilrad aber nur hoch. Ich weiß aber gar nicht, was da ist. Da war ich noch nie. Aber schon mal wieder ein Pokéball. Ein Pokéball ist natürlich auch ein Pokéball. Ja. Jetzt hatte ich damals, als ich angefangen hatte mit Pokémon, also wirklich das erste Mal Feuerrote, die rote Edition gespielt habe. Siehst du, das ist sogar männlich unter Blade. Die rote Edition gespielt habe, da habe ich wirklich über gedacht, wenn ein Pokéball ist, kriegst du einfach einen Pokéball. Oder du kriegst einen Pokémon. Ja, bei den Pokémon stimmt ja. Ja, aber den kriegst du ja nicht im Pokéball. Dann hast du ja dann. Habe ich gesagt, sowas. Scheiße, ich hab aus Versehen A durchgedrückt. Ja, das darf nicht passieren, du darfst es nur für Müll gekommen. Dann wäre es um 2 Müll gekommen. Komm, A, B, Trink. 2, 3. Woo! A, B, Trick funktioniert. A, B, Trick funktioniert immer. Da habe ich immer meine Pokémon gefangen. Das funktioniert aber komischerweise irgendwie hauptsächlich nur mit dem Pokéball. Die anderen Bälle sind da irgendwie wahrscheinlich andere Kombinationen. Es steckt in einen Stahlpanzer. Bei der Entwicklung entsteht ein neuer Panzer. Der abgeworfene Panzer wird eingesammelt, um aus ihm Eisenwaren herzustellen. Erstmal ein bisschen Spitzname geben? Nö. Doch nimm mal an. Hm? Nicht. Oh.
Jetzt kommt Level 14. Jetzt. Oh. Aber es ist auch noch weiblich, hallo. Ist weiblich. Wir machen jetzt ein ganzes Team voller Stock Juniors. Dagegen hätte ich kein Problem. Wenn die einfach mal geil sind. Und die 15 Minuten sind wieder erreicht. Oh, ich sehe gerade, Alter. Die Folgen sind immer zu kurz, aber ich habe nicht viel. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.